warum das Minsker Abkommen gescheitert ist. Ich glaube, das Abkommen ist auch aus den Gründen gescheitert, weil viele einfach nicht begreifen, dass es hier um einen Vertrag geht, ein Vertragen, ein Verständigen. Das heißt, nicht wer die Macht hat, hat das Recht, sondern es geht letztendlich darum, dass man auch nachgeben muss und dass man auch mit einer Vereinbarung letztendlich zu einer Befriedung kommen will. Und das haben die Kriegsparteien Donetsk und Luhansk nicht verstanden. Sie haben trotzdem weitergemacht, sublim, unterschwellig. Und damit ist letztendlich das Abkommen auch unterlaufen worden.